Nein, genau, die hat schon, das ist die werden schon eingekleidet, oder? Die werden eingekleidet, ja. Die müssen das ja drauf. Hoher Besuch im KRONE.at Sportstudio. Ich freue mich heute über den Besuch von einem der allergrößten in der Geschichte des österreichischen Sports. Thomas Muster ist zu Gast bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, gerne. Wie war die Anreise in dieser frühen Stunde? Das darf ich verraten. Wir zeichnen gerade für österreichische Verhältnisse sehr früh auf. Es ist ein bisschen nach 9 Uhr. Keine Überraschung, Stau auf der Tangente. Der Klassiker. Aber nachdem ich früh aufstehe, ich bin aus Graz gekommen, ist das schon okay, aber generell ein Frühaufsteher. Allerdings, Sie schauen jedenfalls, wenn ich zu Beginn ein bisschen schleimen darf, wie aus dem Ei gepellt aus, also bestens präpariert. Sie sind nicht einmal rot beim Lernen. Nein, Gott, wie vor der Krone, wir sagen immer die Wahrheit, da wird nie gelogen. Sie müssen das wissen, als langjähriges Berichterstattungsobjekt auch von der Kronenzeitung. Wollen Sie was sagen dazu? Oder nein, nein, Mantel nein, des Schweigens darüber, wird es dann zu heikel, lass womöglich gleich Raum zu Beginn ich des Gesprächs. Ich mag es ein bisschen gefernst angehen, um es wienerisch zu formulieren. Wie ist es denn aktuell um Ihren Fitnesszustand und um Ihre spielerische Qualität beim Tennis bestellt? Weil das leitet dann nämlich ganz gekonnt über, glaube ich, zum eigentlichen Aufhänger des Themas unseres Gesprächs. Ja, tennismäßig mache ich sehr wenig, weil das gar nicht so einfach ist, immer einen Partner zu finden, sage ich auch ganz ehrlich, weil die halbwegs gut spielen, sind entweder selber unterwegs mit irgendwelchen Spielern und 3-4 Mal die Woche jemanden zu finden, 1,5 Stunden zu spielen, in einer halbwegsen Spielstärke ist gar nicht so einfach. Und ja, wenn ich mit irgendwem anders spiele, dann ist es meistens so, dass ich nichts davon habe oder der andere nichts davon habe. Also man stellt sich das ein bisschen einfacher vor. Natürlich würden jetzt viele sagen, ja, ich biete mich an, aber es ist gar nicht so einfach, immer einen adäquaten Partner zu finden. Und ja, Fitnesslevel wird durchs Rasenmähen gestärkt, ja, wöchentlich. Also Grundlagenausdauer, wie man so schön sagt. Genau. Vielleicht findet sich ja ein geeigneter Partner im Rahmen der Aktion, die wir jetzt gemeinsam gerne promoten wollen. Sie sehen sie da im Hintergrund schon eingeblendet. Es gibt eine Aktion namens Tom's Tiebreak in gemeinsamer Zusammenarbeit von KRONE und Interwetten. Es geht darum, alle Informationen dazu jetzt auf KRONE.at Sport, dass Sie jetzt gewinnen können gegen Thomas Muster bei den Erste Bank Open am Center Court einen Tiebreak zu bestreiten. Wie gnädig werden Sie es denn angehen mit den Gewinnerinnen oder den Gewinnern? Ich habe gerade gesagt, kommen wir endlich wieder mal zum Spielen. Immerhin. Ich kann nicht wusste, dass ich heute noch Tennis spielen werde. Aber sind Sie noch zerfressen vom Ehrgeiz oder kann man vielleicht ein bisschen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, altersmilde hoffen? Na, altersmilde auf jeden Fall. Also außerdem, ich spiele wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und das Technische ist sicher noch da, aber es ist halt so, die Technik und der Kopf sagen ja, aber der Körper sagt manchmal, den Schritt mache ich jetzt nicht mehr. Und sollte der sein, ist die Verletzungsgefahr meistens sehr groß. Also na, ich bin Konsument, was das Tennis betrifft, sowohl dem, was ich verfolge, was sozusagen in der Tenniswelt passiert, und was mein eigenes Spiel betrifft, ja, ist es eher am unteren Ende angesiedelt, vor allem was die Stundeneinheiten betreffen und so weiter. Aber ja, es ist interessant, wenn jemand, vor allem in einem Tiebreak kann sehr, sehr viel passieren. Aber ich werde mich bemühen, mein Bestes zu geben, was aber normal hätte ich gesagt, ja, kein Problem, ja, die 4 Tiebreaks gewinne ich. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so. Aber man kann sich jetzt nicht erwarten, dass Sie das Tiebreak herschenken als Gewinner? Nein, ich schenke sowieso selten was her, also vor allem im Sport. Ja. Also das ist, man will ja dann trotzdem gewinnen und ich verstehe auch, weil ich merke das, wenn ich über 35 spiele oder so, auch in den unteren Klassen, wenn ich Meisterschaft spiele, da will jeder immer gegen mich gewinnen, weil, ja, so wie früher, halt, wie ich 7 Jahre alt war, haben wir einige gesagt, die ich heute noch treffe. Ich habe auch schon mal gegen die gewonnen, aber sagen halt nicht dazu, dass ich 7 oder 10 Jahre alt war damals. Und in diesem Fall ist es halt auch so, sagen sie, haben gegen mich schon mal gewonnen. Die Headline steht einmal, ja, und hauptsächlich, sie haben gegen mich gewonnen. Aber es kann passieren, also es gibt ja sehr, sehr viele gute Tennisspieler auch in der unteren Liga.
Und die können schon ganz gut hinhauen. Es ist jetzt eh kein journalistisches Renommee für mich, das gebe ich schon zu, weil eigentlich sollte ich diese Statistik, die ich dem Herrn Muster jetzt abluchsen will, parat haben. Ich habe sie aber, ich gebe zu, das nicht. Wissen Sie Ihre Tiebreak-Statistik? Keine Ahnung. Ich weiß, dass sehr viele Partien von mir im Tiebreak entschieden wurden, teilweise nicht so erfolgreich, die waren oft sehr, sehr schmerzhaft, diese Niederlagen, wo man dann schon vielleicht einmal den einen oder anderen Matchball hat und trotzdem untergeht und dann, ja, hat es wieder Partien gegeben, die man umgedreht hat, aber das ist halt immer so eine Geschichte im Tiebreak, eine Momentum-Geschichte eigentlich, sehr oft. Und ja, da geht es halt, aber ich glaube, wenn man so die Statistiken anschaut, dürfte es ziemlich ausgewogen sein, wenn man so über Karriere schaut. Also ich werde nachrecherchieren, ich werde diese Statistik nachliefern, die Hausübung nachholen. Das alles passiert also, wie gesagt, im Rahmen der Erste Bank Open. Die Vorfreude ist bei Ihnen darauf wie groß, Herr Muster? Naja, letztes Jahr war das ja durch Covid alles ein bisschen gedämpfter. Und ich wünsche mir natürlich für das heurige Erste Bank Open natürlich, wenn es geht, ein volles Haus, weil ich glaube auch die Tennisfans darauf warten, wieder ein stimmungsvolles Turnier zu haben. Es war die Besetzung im letzten Jahr unglaublich, aber aufgrund der Situation eben wenig schmackhaft für Zuschauer und für Spieler, und ich hoffe, dass das heuer etwas anders wird und dass man wieder diese Atmosphäre spürt und eigentlich für das die Spieler im Großen und Ganzen ja dann auch wirklich spielen, ist der Applaus und vor Publikum ihr großes Können zu zeigen und nicht irgendwo sozusagen in der Stadthalle, wenn da keine Stimmung da ist. Und ich weiß, dass in Wien die Stimmung immer super cool sein kann und das erwarte ich mir eigentlich im heurigen Jahr und ich freue mich schon aufs Turnier. Das Stichwort Besetzung ist von Ihnen schon gefallen. Jetzt hat Herwig Stracker, der übrigens, Sie sehen ihn nicht, aber wir sehen ihn jetzt gerade zuschaut, liebe Grüße, darüber hinter die Kamera. Vielleicht kann er uns da ein paar Insider-Informationen jetzt live stecken sozusagen. Der hat jedenfalls vor kurzem gesagt, es wird 4 bis 5 Top-10-Spieler geben. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wer denn das sein könnte, wenn man Nadal, Federer, Team Medvedev abzieht. Wissen Sie mehr? Haben Sie Insider-Informationen, die Sie jetzt ausplaudern können und wollen? Nein, es wird in Kürze, glaube ich, eher eine Pressekonferenz dazu geben, wo das Spielerfeld einmal, glaube ich, grob abgesteckt wird. Wobei ja noch immer zu warten ist, weil viele Spieler, die gerade so zwischen 7 und 15 stehen, ja, also da wird es mit den Punkten dann relativ eng. So viele Punkte sind heuer nicht mehr zu vergeben. Zur selben Zeit ist St. Petersburg ein 250er, also da ist von den Punkten ja auch nicht alles zu holen. Also es wird wieder ein sehr, sehr starkes Feld sein und gerade die sich dann sozusagen für das Masters qualifizieren wollen, die brauchen dann Punkte und die müssen auch weit kommen. Und da würde ich persönlich immer ein 500er vorziehen vor einem 250er. Einige Spieler haben gar keine Möglichkeit mehr, bei den 250er zu punkten. Also aber wer jetzt fix dabei ist, kann ich im Moment nicht sagen, wird aber, glaube ich, in Kürze ausgeplaudert bei einer Pressekonferenz. Und dann gibt es immer Optionen, die man sich bis zum Schluss zurückhält, weil man dann auch noch nicht klar ist, wer will spielen, wer kann noch spielen, wer braucht Punkte. Also das ist immer ein bisschen eine Taktiererei. Ich hoffe, Sie werden es nicht als Unhöflichkeit, dass ich während Ihrer Antwort jetzt das eine oder andere Mal rübergeschielt habe zum Herwig Stracker. Er sitzt, das darf ich Ihnen erklären, völlig regungslos da, also wie als ob ihn das alles nichts anginge. Einmal probiere ich es noch, vielleicht kann ich ihm jetzt eine Gefühlsregung entlocken, indem ich Ihnen die Frage stelle, rechnen Sie mit Djokovic? Rechnen, Herr Stracker schmunzelt spitzbübisch, mag ich sagen. Rechnen kann man immer damit, weil man bei solchen Spielern nie weiß, was sie morgen vorhaben. Aber man wird wahrscheinlich bis zum Schluss eine Wildcard offen halten für den einen oder den anderen, der sich vielleicht auch kurzfristig entscheidet, noch ein Turnier zu spielen oder auch nicht. Djokovic hat unheimlich viele Punkte gemacht, also der ist ja schon lange qualifiziert. Also bei dem ist es wirklich nur, will er spielen oder will er nicht spielen. Und ja. Er hat letztes Jahr gespielt, war aber nicht so erfolgreich. Also auch das ist kein Garant für ein Djokovic-Finale, selbst wenn er spielt. Also so einfach kann man es sich nicht machen. Aber ja, ich würde mal ganz locker an die Sache herangehen und sagen, okay, es ist das größte Turnier in dieser Woche. Es gibt nicht mehr so viele Punkte, das sind die Fakten. Und
Ich glaube, dass einige fast spielen müssen und die anderen, die man sozusagen sich schon in Vorverhandlungen gesichert hat, schon vor längerer Zeit, die wird es, glaube ich, oder wird man in Zukunft bald einmal präsentieren. Und daraus ergibt sich dann sicher, wenn ich mir das so im letzten Jahr oder letzten Jahre angeschaut habe, ein tolles Spielerfeld. Mal ganz kurz weggehen von den Erste Bank Open und trotzdem bei der Lieblingsdisziplin von Journalisten bleiben, nämlich über ungelegte Eier sprechen und Gerüchte streuen und Ihnen noch einmal eine Lageprognose abluchsen, was die Person Federer angeht. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass der noch einmal den Weg zurück in die Weltspitze findet? Was ich hoffe, ist völlig egal, was er hofft. Aber das interessiert die Zuseher sicher. Ja, ich meine, wenn man so lange wie Roger Federer nicht mehr gespielt hat oder nur teilweise gespielt hat, immer wieder Verletzungen hat, Rückschläge erleidet, dann kann man das als Junger wahrscheinlich besser wegstecken als in seinem doch fortgeschrittenen Tennisalter. Er hat alles erreicht. Die Frage ist, wie hoch sein Motivationslevel ist, wieder ins Tennisgeschehen einzusteigen. Vom technischen Können her brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich habe kaum einen Spieler gesehen, der so viele Pausen in seiner Karriere auch einmal gemacht hat und zurückgekommen ist und sofort ein Grand Slam gewinnen kann. Also gibt es ganz wenige, die das so umsetzen können, weil man doch sehr, sehr viel Match- und Spielpraxis braucht, um bei so einem Turnier erfolgreich zu sein. Und das hat der bravourös mehrmals gezeigt. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er von einer Verletzung zurückkommt und uns mit tollen Matches wieder schöne Fernsehstunden beschert und den Zuschauern tolles Tennis zeigt. Ob es für einen Grand Slam noch einmal reichen wird, das bezweifle ich, sage ich jetzt einmal ganz so. Aber ja, also für tolle Matches reicht es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob das dann seinem Level entspricht und auch seinen Vorstellungen, nur einfach mitzuspielen. Aber ja, also für ersten 20, ersten 15 wird sein Level allemal reichen. Die Frage ist, wie viel möchte er spielen, kann er noch spielen? Aber ich kann auch nur spekulieren da. Also das wäre das eine Szenario, das andere wäre einfach noch ein Abschiedsspiel. Kann es Wimbledon sein oder weiß ich nicht, aber einfach ein letztes Match noch vor Publikum, um sich nicht mit einer Verletzung zu verabschieden, sondern wie es sich eigentlich gehört für einen Star oder Roger Federer, sich den Fans nochmal zu präsentieren und ein letztes Match zu spielen irgendwo und dann abzutreten. Aber alles ist möglich. Das ist auch nur spekulativ von meiner Seite. Wir werden es natürlich beobachten. Jetzt sind wir irgendwie schon latent hineingeschlittert, mag ich sagen, in das Thema Rückschläge und Krisen im Tennissport. Und da mag ich mit Ihnen, Herr Muster, ganz gerne eine Zeitreise unternehmen, weil ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch... Also ich will tatsächlich auf einen konkreten Punkt hinaus, weil ich bin schon wieder bei einer Lieblingsdisziplin von Journalisten, nämlich so Jubiläen oder besondere Daten herauszusuchen. Jetzt kann man in der Karriere des Thomas Muster natürlich 25 Jahre zurückgehen und darüber sprechen, dass er 1996 die Nummer 1 der Welt wurde. Ich will allerdings auf was anderes hinaus. Wenn man nämlich noch weitere 5 Jahre zurückgeht, dann landet man im Jahr 1991. Wenn wir noch weiter zurückgehen, braucht man meine Mutter, weil dann sind wir bei der Geburt. Aber daran können Sie sich schon noch erinnern, glaube ich, ans Jahr 1991. Das war nämlich ein sehr prägendes in Ihrer Karriere und ein vielleicht in der Geschichtsschreibung gar nicht so präsentes. Da waren Sie zeitweise DJ de facto. Ja, das war, also die Geschichte studiert haben, wissen, dass ich 1989 einen Unfall gehabt habe und dann mehr oder minder aus meiner Karriere ausgerissen wurde. Da war ich Nummer 6 der Weltrangliste und war gerade, also da, oder eigentlich unter den ersten 10, so muss man sagen. Und durch das Ranking-System, damals konnte man auch mit Nichtspielen nach vorne kommen, weil das ein Average-System war, ein bisschen ein anderes System als heute. Und bin dann bis auf Nummer 6 der Weltrangliste nach vorne geklettert und habe dann nach dem Unfall ein sehr intensives Comeback gestartet. Also mein Unfall war am 1. April und habe am 18. September in Barcelona wieder gespielt und die Prophezeiung war 1 bis 1,5 Jahre Pause, bis das wieder so funktionieren kann. Und der Professor Beugenfürst hat das damals noch sehr klassisch operiert und gesagt, das
könnte funktionieren und das wird auch halten. Und hätte damals auch schon arthroskopisch operieren können und das hat man dann da doch nicht riskiert, weil zu viel kaputt war im Knie und das hat viele, viele Jahre gehalten. Aber auf deine Frage zurückzukommen, es ist dann irgendwann durch dieses Comeback, das Schnelle, das war sehr, sehr hart und im darauffolgenden Jahr war ich wieder ersten 10 und habe sehr hart daran gearbeitet und in Wirklichkeit waren es 3 sehr, sehr harte Jahre, das 89er, das 90er Jahr. Und ich habe einfach Folgeschmerzen gehabt aufgrund des Comebacks, des vielen Trainings und dadurch, dass ich auch nicht alles machen konnte, ja, im Training kam dann auch ein Tennis-Ellpunkt dazu, wo ich sehr, sehr starke Schmerzen gehabt habe. Also wer das wirklich einmal gehabt hat, der weiß, da kannst du weder Auto lenken oder sonst. Also ich war wirklich sehr schmerzhaft und habe eigentlich mit Schmerztabletten schon fast das ganze 90er Jahr gespielt gehabt und irgendwann war dann ein Zeitpunkt da, wo ich einfach ausgebrannt war. Ich habe eigentlich keine Energie mehr gehabt und habe von einem Tag auf den anderen beschlossen, eigentlich nicht mehr spielen zu wollen. Ja. Und war nicht unbedingt zur Freude des Ronny Leitgeb damals. Das war auch dieses kurze Szenario, wo wir uns da ein bisschen auseinander dividiert haben in unseren Jobs und er hat gemeint, es wär cool, wenn wir wieder nach Melbourne fahren würden und wenn ich da wieder im Tennis drinnen bin, dann geht das schon wieder, aber ich habe einfach nicht mehr können, weder körperlich noch psychisch und da kam es eben zu so Ausflügen zu arbeiten in einem Lokal als DJ und der gemeint hat, er kann mich nicht bezahlen. Ich habe ist kein Problem, Getränke frei. Und das war dann das einfach. Ist ja ein Angebot. Das war dann einfach. Da kann man ja arbeiten. Das damit. War dann einfach so, dass ich dann dort gearbeitet habe, bis 3, 4 in der Früh. Ich habe dann in der Früh noch in Mödlinger Frühstück eingenommen und habe dann zum Mittag wieder Schallplatten gekauft. Damals war DJ nicht cool, hätte er nicht geraucht. So geht es halt dann weiter. Und irgendwann habe ich dann 10 Kilo mehr gehabt und habe mich dann wieder entschieden, Tennis zu spielen, wenig erfolgreich. Bin dann fast auf 130 in der Weltrangliste abgestürzt und habe mich mit dem Ronny Leitgeb dann wieder ausgesprochen. Und wir haben sozusagen, also ich habe meine Karriere mehrmals wieder angefangen und dort haben wir wieder angefangen, bei null vom Körperlichen her und bin dann wieder, hab da erst wieder hineinwachsen müssen und das hat dann aber sage und schreibe doch 3 Jahre gedauert, um wieder Anschluss zu finden. Also das ist nicht so einfach, wenn man mal eine Zeit lang weg ist und meint, man steigt wieder ein und das ist das, was ich vorher gesagt habe von Roger Federer, das ist ein Wahnsinn, eigentlich lange nicht zu spielen und sofort wieder den Anschluss zu finden. Und das können die wenigsten, ihm traue ich es zu. Bei mir hat es dann wirklich einige Jahre gedauert und ich kann dann sagen, der Wiederdurchbruch war eigentlich erst wieder dann 95. Also ich nehme an, Sie können sich denken, was der Hintergedanke dieser Frage war oder ist, weil keine ich versuche nämlich wieder den Bogen zurück in die Gegenwart zu spannen und Parallelen zu einem gewissen Dominic Thiem zu ziehen. Bevor ich die eigentliche Frage stelle, mag ich die bürokratische Hürde nehmen sozusagen und der Ordnung halber fragen, ob es im Moment eine Gesprächsbasis zum Thiem gibt oder Kontakt gibt oder ob das im Moment überhaupt kein Thema ist für Sie. Nein, es hat damals die Gesprächsbasis gegeben, dass ich sozusagen für ihn gearbeitet habe und die Frage sozusagen von seiner Seite kam, ihn zu unterstützen. Wie das geändert hat, glauben alle zu wissen, sagen wir es einmal so. Also nicht wirklich viel an die Öffentlichkeit gedrungen, also es waren beide Seiten zumindest öffentlich immer sehr diplomatisch. Deswegen sage ich, glauben viele zu wissen, aber es ist, ist völlig okay. Wir bieten Ihnen natürlich gerne die Plattform, die Hintergründe ja auszuplaudern. Will ich nicht mehr das Angebot drauf. Will ich zumindest machen. Aber nein, also es gibt seitdem eigentlich keinen Kontakt. Ich verfolge natürlich das, wie mit dem allgemeinen Tennisgeschehen, wie Dominic spielt und gespielt hat, auch im letzten Jahr. Und die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Sie ist nicht einfach. Können Sie sich hineinversetzen in ihn? Zumal nämlich auch Ronny Leitgeb in der Krone geschrieben hat, er kann eben musterbedingt aus Erfahrung berichten und weiß, wie brutal, das waren seine Worte, es ist, den Weg zurückzufinden. Ja, ich kenne Handgelenksverletzungen nicht. Ich kann es nur von der Knieseite sehen, aber natürlich sind Parallelen da.
Das eine natürlich resultierend aus einem Unfall, bei ihm sozusagen aus einer Sportverletzung. Aber die Situation ist ähnlich. Es ist, man wird mehr oder minder als gut in Form spielender, beim Dominik kann man es nicht sagen, gut in Form spielender, aber doch etablierter Top-5-Spieler aus der Saison gerissen und hat dann Hoffnung, dass es relativ schnell wieder weitergeht und wird dann eines Besseren belehrt, dass es doch nicht so ist. Und man ist dann ehrgeizig, man will zu viel. Diese Ungeduld, die kenne ich und will dann so schnell wie möglich wieder zurück auf den Platz. Und das funktioniert halt dann oft nicht so und muss sich dann weiterhin gedulden. Und das ist halt eine schwierige Situation, dieses auf der einen Seite der Heilungsprozess der Verletzung, auf der anderen Seite die Ungeduld wieder spielen zu wollen und auch gezwungenermaßen nicht aus dem Tennis vom Kopf her ganz rauszukommen, weil das die größte Gefahr ist, dass man sozusagen dann diesen Tenniskopf, diesen Willen, dieses Gewohntsein, jeden Tag zu trainieren, besser zu werden, sich auf Turniere vorzubereiten, das alles ist ja dann im Prinzip weg, weil man trainiert so vor sich hin. Ja. Aber die Zielsetzung ist, gesund zu werden, aber man ist ja sportlerorientiert oder zukunftsorientiert, dass man Turniere spielt, dass man gewinnt, dass man Herausforderungen hat, dass man Weltranglistenpunkte macht und so weiter. Die hat man einfach nicht. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wie geht man damit um und wie regelt man das für sich selber von der Psyche her? Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber die Watschen aus der Regie, die hole ich mir jetzt ab, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Thomas muss dazu lauschen. Deswegen mag ich noch eine letzte Abschlussfrage stellen. Auch Dominik Thiem betreffend, wird er, jetzt sind wir schon wieder bei einer Prognose, wird er jemals die Nummer 1 der Welt werden? Jüngste österreichische Nummer 1 der Welt wird er ziemlich sicher nie mehr werden. Das müsste er, wenn ich richtig gerechnet habe, im Jänner werden, um Ihre Marke abzulösen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Ja, es wird sich nicht ausgehen. Es wird auch nicht sein, dass er der Erste ist. Aber da könnte Da wird es auch nicht sein, also das sind wir von den Prognosen her schon super. Aber sind wir besser als so manche Wahlforscher. Aber ja, natürlich hat er die Chance, weil er ist noch nicht so alt dafür, die in seiner Kategorie spielen, die hat er alle schon besiegt. Man kann davon ausgehen, dass eben vorne auch der eine oder andere wegfällt, also es wird sich neu durchmischen, aber man hat auch schon gesehen, dass von hinten wieder Druck kommt. Von der Weltrangliste und von den Spielern her. Also es wird nicht einfacher, ja, und er wird auch nicht jünger. Und ich glaube, dass das Zeitfenster, das noch relativ groß war vor einigen Jahren, halt immer weiter schrumpft. Ja, obwohl die Spieler heute, wie man sieht, Federer bis 40 spielen, Djokovic, Nadal, also bis 35 kann man heute, 35, 36 kann man gut professionell Tennis spielen. Also das Zeitfenster gibt es noch, aber es wird natürlich nicht größer. Thomas Muster, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die sehr interessanten Einblicke und Ausführungen. Bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß und viel Glück vor allem bei der Aktion Tom's Tiebreak. Alle Infos dazu jetzt auf krone.at Sport. Wir melden uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Boom, boom, boom.